Hammer. Crunchyroll zeigt nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Anime sofort mit deutscher Synchro. So dominiert der Streaming-Anbieter einfach die Winterseason. Denn nicht nur synchronisiert er extrem viele Anime, sondern lizenziert auch noch weitere. Netflix dagegen zeigt nun auch One Piece. Ja, richtig gehört. Und auch ADN steigt in kurzer Geschwindigkeit zu einem Konkurrenten auf. Sie lassen sich auch nicht unterkriegen und schnappen sich, was sie nur kriegen können. Das alles und noch viel mehr hier in den Anime News, jeden Dienstag um 15 Uhr. Bevor wir aber loslegen, gilt wie immer, wenn dir das Video gefällt, dann drücke auf den Like-Button und abonniere den Kanal, um keine Nachrichten mehr zu verpassen. Legen wir los mit Netflix. Und da soll die beliebte Abenteuerserie Dorohedoro weitergehen. Yep, das hat mich wirklich überrascht. Nachdem sie 2020 veröffentlicht wurde, hat man eigentlich gar nichts mehr davon gehört. Nun wurde aber ein Sequel angekündigt. Dieses soll online abrufbar sein. Was das jedoch genau bedeutet, ist noch nicht klar. Wird es ein Film oder eine zweite Staffel? Läuft sie dann wieder bei Netflix? Wir werden es sehen. Denn leider ist das ja in letzter Zeit nicht garantiert. Aber dazu kommen wir gleich. Streamen kann man die Serie, wie schon gesagt, bei Netflix. Die größte Überraschung war aber die Nachricht zu One Piece. So zeigt der Streaming-Anbieter nun auch diese epische Piratenserie. Hammer, oder? Doch es gibt ein Problem. Man hat aktuell nur Episode 1089 von der Serie veröffentlicht. Dies ist die erste Folge vom neuen Egghead-Arc. Aber nicht nur das, jeden Samstag um 12 Uhr soll es eine neue Folge geben. Jedoch mit 6 Tagen Verzögerung. Denn eigentlich kommt ja One Piece immer sonntags um 9 Uhr bei Crunchyroll. Ob die vorherigen Folgen noch hochgeladen werden, wissen wir noch nicht. Aber trotzdem, Netflix wird schon fast zum neuen Zuhause von One Piece. Sie haben die Live-Action-Adaption, das Remake vom Anime und auch das Prequel-Special Monsters. Da wurde jetzt übrigens ein Veröffentlichungstermin bekannt gegeben, und zwar der 22. Januar. Ist aber nur eine Folge. Überraschenderweise hat sich auch ADN die Rechte an der Episode geschnappt. Ob sie jedoch zur gleichen Zeit erscheint, ist noch nicht klar. Und während man sich diese Ankündigung auf der Zunge zergehen lässt, denkt man sich so, Mann, Netflix kann sich ja scheinbar alles leisten. Nun ja, weit gefehlt. Denn auch wenn sie Kohle wie sonst was haben, lassen sie auch immer wieder Serien fallen. Wie jetzt die Boruto-ähnliche Fortsetzung zu Shaman King, also mit dem Beinamen Flowers. Anstatt nämlich bei Netflix zu laufen, hat sie sich jetzt ADN geschnappt. Jeden Dienstag um 16.30 Uhr gibt es nun eine neue Folge. Dies ist jetzt schon der 4. Anime, wo man nicht die Fortsetzung lizenziert. Das haben sie ja auch bei Great Pretender, Eden Zero und Saint Seiya gemacht. Echt traurig sowas. Besonders doof ist das für die Kunden. Denn um die ganze Serie schauen zu können, braucht man dann 2 Abos. Einmal bei Netflix und dann eben bei dem Anbieter, der sich die Fortsetzung geschnappt hat. Aber das gleiche ist nun auch Peppermint passiert. Nämlich mit Urusei Yatsura. Da läuft ja gerade die 2. Staffel und anstatt diese bei Akiba Pass TV zu zeigen, hat sie jetzt nun ADN. Ich hoffe beim besten Willen, dass man trotzdem die Disc-Rechte an der Fortsetzung sein eigen nennt. Weil sonst wäre das eine Katastrophe. Nicht vergessen, Staffel 1 erscheint nämlich am 19. April bei uns im Handel. Doch ob man die sich jetzt noch holen wird, wenn der 2. Teil nicht sicher auch zu uns kommt? Ja, ich weiß ja nicht. Aber da wird hoffentlich Peppermint noch was zu schreiben. Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr gibt es jetzt eine neue Folge bei ADN. Kommen wir nun aber zu einer komplett crazy Überraschung. Nach langer Verspätung hat sich Peppermint jetzt doch die Rechte an Demon Slave geschnappt. Leider nennen sie den Chain Soldier. Dummer Name. Einfach nur, weil Sklave nicht im Titel vorkommen soll. Obwohl es dauernd im Anime erwähnt wird und auch der Manga bei uns so heißt. Mal abgesehen davon hatten wir zuerst gedacht, dass man ihn nur bei Akiba Pass TV schauen oder eher digital kaufen kann. Aber nun hat sich auch ADN die Rechte dran gesichert. Die haben die Serie ja eh schon in Frankreich im Programm und nennen sie auch Demon Slave. Geht doch. Jeden Donnerstag um 16 Uhr wird es eine neue Folge geben. Aber nicht nur ADN hat zugeschlagen, sondern auch Aniverse. Wer also noch da ein Abo hat, kann auch dort sie streamen. Akiba Pass TV hat also aktuell keinen Exklusivtitel. Zum Glück. Und wo wir gerade von Aniverse geredet haben, so hat der Streaming-Anbieter für Januar ein paar neue Anime angekündigt. Die Übersicht blende ich dir hier kurz ein. Aber ein Highlight wollte ich dir genauer vorstellen. Nämlich Freezing. Ist eine echt brutale Action-Edgy-Serie. Wer also auf die Kombi Bock hat, sollte mal reinschauen. Handelt von einigen taffen Damen, die in heftigen Kämpfen die Menschheit vor einer Alien-Invasion beschützen müssen. Aber nicht nur das, auch zwischen den Frauen entstehen häufig Konflikte und so fliegen auch gerne mal wortwörtlich die Fetzen. Ab dem 25. Januar ist die erste Staffel bei dem Anbieter streambar, dann nicht nur auf Japanisch mit Untertiteln, sondern auch mit deutscher Synchro. Nun wird aber wieder die Flimmerkiste angeschaltet, denn die Actionserie Gleipnir läuft bald im Fernsehen und zwar als TV-Premiere. Ist ein richtig cooler Anime mit Hammerkämpfen und der netten Claire. Die heizt
setzt euch auch ordentlich ein, wenn ihr versteht, was ich meine. Am 9. Februar startet die Serie bei ProSieben Max, dann werden jeden Freitag ab ungefähr 22 Uhr immer 3 Folgen am Stück gezeigt, also eben nach dem Anime-Film. Wer da keine Zeit hat, kann sie dann auch bei Join kostenlos nachholen oder eben auf Crunchyroll streamen, die haben sie auch im Programm. Machen wir weiter mit den Anime-Fortsetzungen und da wäre einmal Token Rambu. Da geht es jetzt nicht unbedingt weiter, sondern dieses große Franchise bekommt einen neuen Anime und zwar Token Rambu Kai. Das Ganze soll auch schon im April 2024 rauskommen. Token Rambu hat ja schon einige Serien bekommen, wie zum Beispiel Token Rambu Hanamura oder auch Token Rambu Katsugeki. Und diese Serie erhält ja auch noch einen Film mit einem fantastischen Trailer. Wann dieser Film jedoch erscheint, wissen wir noch nicht. Aber wie gesagt, die neue Serie soll schon im April 2024 starten. Musikalisch wird es dann wieder in Love Live Nijigasaki, mein Lieblings-Idol-Anime. Den finde ich ja absolut fantastisch, kann ich jedem auch empfehlen. Man muss nichts von Love Live vorher gesehen haben. Wer also mal in das Idol-Genre so ein bisschen reinschnuppern will, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Gibt es im Stream bei Crunchyroll. Und das Ganze soll abgeschlossen werden mit einer dreiteiligen Filmreihe. Also vorher muss man dann noch die OVA Next Sky schauen, dann logischerweise die zweite Staffel und dann vorher natürlich die erste Staffel. Also Staffel 1, dann Staffel 2, dann die OVA und dann eben die dreiteilige Filmreihe, um es jetzt nochmal andersrum euch zu zeigen. Die OVA ist auch schon auf Crunchyroll verfügbar. Und diese Filmreihe beginnt am 6. September. Wann das Ganze natürlich dann zu uns kommt, werden wir sehen, wenn überhaupt. Aber ich hoffe, dass Crunchyroll vielleicht dann doch noch Erbarmen mit uns Love Live Fans hat. Nostalgisch so ein bisschen wird's vielleicht wieder in Pokémon Horizon, aber da ist ja jetzt Ash Ketchum nicht mehr dabei. Aber jetzt mit 2 neuen Protagonisten wurde auch ehrlich gesagt mal Zeit. Ash müsste ja eigentlich schon, weiß nicht, 30 oder 40 oder sowas sein. Und diese Serie feiert bald ihre TV-Premiere und zwar bei Togo. Da soll es dann am 10. Februar losgehen, also am Samstag um 10.30 Uhr gleich mit einer Doppelfolge. Und den Tag danach gibt es auch noch 2 weitere Folgen, also die 3. und die 4. Episode, auch um 10.30 Uhr. Wie es danach weitergeht, wissen wir noch nicht. Also da müssen wir noch den TV-Plan so ein bisschen abwarten. Aber auf jeden Fall eine coole News für alle Pokémon-Fans. Schlechte Nachrichten haben wir dagegen für alle Prime-Abonnenten, denn dieser Anbieter entfernt mal wieder 3 Anime. In letzter Zeit entfernen die gefühlt nur Anime und fügen keine mehr hinzu, was so ein bisschen schade ist. Da wäre einmal die Sportschützen-Alltagsserie Chidori RSC. Natürlich nur wieder Damen, die im Fokus stehen. Wer also so Serien wie Girls im Panzer mag, der sollte sicherlich auch da mal reinschauen. Spätestens in den nächsten 30 Tagen wird die Serie entfernt. Ähnlich wie No Game No Life. Ist ja schon fast ein Anime-Klassiker und jetzt, da sie von Prime entfernt wird, wird es auf jeden Fall keine zweite Staffel mehr geben. Außer ihr könnt das ändern, indem alle jetzt reinschauen und dann wird es auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Nein, Spaß, aber vielleicht wird ja Prime doch aufmerksam und denkt sich, komm, investieren wir da mal in eine zweite Staffel rein. Aber das wird wohl nicht passieren. Vielleicht dann in 10 Jahren gibt es ein Remake. Wäre, glaube ich, das Vernünftigste, was man machen kann, wenn dann die originale Light Novel dann auch mal abgeschlossen ist. Und dann wäre da noch Vampire Hunter die Bloodlust. Auch dieser Film wird entfernt. Sieht ja fantastisch aus, hat einen unglaublich schönen Stil. Sollte man unbedingt mal reinschauen. Auch dieser wird in den nächsten 30 Tagen entfernt. Ich würde auch Gas geben, denn wenn man am Ende des Tages auf den letzten Drücker wartet, passiert das, was uns mit Cabaneri passiert ist. Wir wollten den Anime dann noch zusammen auf Twitch schauen. Gibt's ja dieses Watch Party Feature. Und dann haben sie alle Folgen entfernt, außer die letzte. Ja, das bringt einen ja nichts. Also deswegen schaut die Serie noch schnell, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Nun aber auf zu Crunchyroll. Und die geben mal wieder richtig Gas. Alle Boys Love Fans können sich einmal über Junjo Romantica freuen. Dies ist ja schon fast ein Klassiker in dem Genre. Nun kann man die ersten beiden Staffeln bei dem Anbieter streamen. Die Serie erscheint ja auch bei uns auf Disc. Deswegen sind die Folgen nicht nur mit Untertiteln, sondern auch mit deutscher Synchro verfügbar. Also schaut mal rein. Weiter geht's auch gleich mit Boys Love. So haben sie sich den Simulcast zur Rom-Com Cherry Magic gesichert. Ist super lustig, sollte man mal reinschauen. Aber auch der verrückte Bar-Anime Snack Basue. Und dann wäre da noch die Mecha-Serie Brave Bang Braven. Da geht es aber erst am 18. Januar mit etwas Verspätung los. Nämlich um 18.30 Uhr. Dann gleich mit einer Doppelfolge. Und nochmal kommen deutsche Synchro-Fans auf ihre Kosten. So wird es einmal Isekai-mäßig in The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash. Eine wirklich zuckersüße Serie. Und die bekommt eben nicht 2 oder 3 Wochen später eine Synchro, nein, sondern zur gleichen Zeit erscheint die Folge mit Untertiteln, aber auch auf Deutsch. Naja, fast. Denn die OMU-Variante kommt um 16.30 Uhr und die Synchro-Version 10 Minuten später. Immer freitags. Aber so lange kann man doch warten, oder? Schaut also auf jeden Fall mal rein. Sci-Fi und Action-lastig ist dagegen wieder mit
Metallic Rouge. Und der konnte viele mit seiner bombastischen ersten Folge überzeugen. Aber nicht nur aufgrund der Animationen, der Kämpfe oder der interessanten Charaktere. Nein, auch die Synchro war Hammer. Übrigens, Weekes Thema war auch klasse vertont. Und das, obwohl es simultane Simuldubs sind. Da mangelt es ja ab und zu an der Qualität. Aber in der Winterseason klappt scheinbar einfach alles. Jeden Mittwoch um 19.35 Uhr gibt es eine neue Folge auf Deutsch. 10 Minuten vorher, dann mit Untertiteln. Gönnt euch also auch diese Serie unbedingt mal. Und dann gibt es jetzt noch Nostalgie pur. Denn Egmont bringt nun ein neues Anime- und Manga-Magazin auf den Markt. Dieses trägt den Namen Heroes of Manga und soll alle 3 Monate erscheinen. Die erste Ausgabe geht am 19. Januar 2024 an den Start für 5,99 Euro. Als Extra im Heft gibt es einen Mega-Blaster, also eine Plastikpistole, ein 40-seitiges Manga-Booklet und scheinbar 5 Poster sind auch dabei. Und viele können es sich schon denken, ja, das Magazin richtet sich eher an Kinder, also zwischen 7 und 13 Jahren. Aber trotzdem eine coole Sache. Habt ihr so ein Heft damals gelesen? Außerdem bekommen viele Isekai-Anime eine Fortsetzung, die stelle ich dir alle in dem Video oben rechts vor. Und welche Anime-Genre-Fans hassen, bespreche ich im Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Streaming-Anbieter benutzt du am häufigsten? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drück auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann.